Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich dir die wohl coolsten Features der Kamera vom Samsung Galaxy S9. Wollen wir doch einfach mal mit ein paar Fakten anfangen. Das Handy ist wasserdicht, das heißt, man kann damit auch wirklich unter Wasser filmen. Solange es kein Salzwasser oder Chlorwasser ist, geht das voll klar, also zum Beispiel in einem Teich oder so. Und damit kann man echt sehr schöne Ergebnisse erzielen. Ich habe das noch nicht so häufig gemacht. Ich habe vielleicht ein, zwei Aufnahmen, glaube ich, unter Wasser gemacht. Aber ich glaube, wenn man da eine coole Location für hat, dann kann man da echt gute Ergebnisse mit erzielen. Das S9 kann in bis zu 4K mit 60 FPS aufnehmen. Das ist besser als meine Kamera, die vor mir steht. Okay, das S9 ist vielleicht auch ein bisschen teurer als meine Kamera. Aber ich habe das mit einem ganz guten Deal bekommen. Wenn ihr euch fragt, was war einer, schaut mal hier oben. Da habe ich euch das Video verlinkt, wo ich das Unboxing mache. Ja, es sieht echt mega professionell aus. Sogar im Automatikmodus. Die Farben erinnern mich ein bisschen an die Sony-Kameras. Und deswegen finde ich auch den Look ziemlich gut, weil ich feiere den Look von Sony einfach. Der von Lumix ist in Ordnung, aber Sony ist mein Darling. Und deswegen finde ich das Footage vom S9 auch sehr ansprechend. Es gibt zahlreiche Modi, nicht nur für die Fotografie, sondern auch zum Film. Und das ist echt cool, wenn man einfach mal cinematischere Aufnahmen machen will. Und darauf gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer ein. Einer der für mich coolsten Modi ist der Zeitlupen-Modus. Ich meine nicht den Super-Slow-Mo-Modus mit 960 FPS, der nur in HD aufnehmen kann. Der ist für mich ein bisschen grottig, weil man kann schon coole Aufnahmen machen, aber die Qualität spricht mich nicht wirklich an. Ich rede hier vom Full-HD-Modus, mit dem kann man ihn bis zu 240 FPS aufnehmen. Und ihr habt auch im Vorspann das kleine Video gesehen, wo mein Hund so vor mir herläuft. Und ich finde, das sieht von der Qualität her annehmbar aus. Und die Slow Motion ist echt sehr gut und kann vor allem für cinematischere Aufnahmen sehr gut genutzt werden. Der zweite Modus, den ich sehr gerne benutze, ist der Hyperlapse-Modus. Er ermöglicht sozusagen eine Timelapse und macht das wirklich sehr smooth. Aber das Witzige ist, dass diese zwei Modi, die ich so mag, gar nicht vorhanden sind, wenn man die Kamera so öffnet. Die muss man nämlich erstmal in den Optionen freischalten. Dafür geht ihr einfach in die Optionen und wählt das aus, geht dann auf Hauptkamera und wählt dann die zwei Modi aus. Und dann habt ihr die auch in eurer Kamera-App drin. Es gibt auch noch zahlreiche andere Modi, die echt gut sind, aber ich will jetzt nicht so genau darauf eingehen, weil dieses Video geht eher um Filmen und nicht um Fotografie. Aber wenn ihr darüber ein gutes Video sehen wollt, verlinke ich euch hier oben auch nochmal eins. Dann seht ihr noch ein paar coole Foto-Facts mit dem S9. Wenn ihr richtig professionell filmen wollt, empfehle ich euch den richtig guten manuellen Modus. Aber selbst mit dem Automatik-Modus kriegt ihr richtig schöne Ergebnisse hin. Alle Clips, die ihr eben in dem Cinematic gesehen habt, habe ich im automatischen Modus oder im Zeitlupen-Modus gefilmt. Und auf den ersten Blick erkennt man das nicht so. Die Farben kann man ein bisschen besser machen im manuellen Modus. Aber ich finde, wenn man einfach mal unterwegs ist und ein paar Bilder machen will, reicht der Automatikmodus vollkommen aus und sieht sehr gut aus.
Erstaunlich gut für ein Handy ist auch die Lowlight-Performance, weil ich echt nicht gedacht hätte, denn das S9 hat eine variable Blende. Das heißt, es kann von 1,5 Blendenstops auf 2,4, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, wechseln. Das macht das Ganze automatisch und somit kann man auch im Dunkeln richtig schöne Bilder machen, die, wie Samsung sagt, die Nacht zum Tag machen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn du eine Frage für mein Q&A in die Kommentare schreiben könntest, denn ich habe vor, dem nächsten Q&A zu machen und ich würde mich sehr über ein paar Fragen von euch freuen. Vielen Dank, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!